Grüezi miteinander. Ja, das ist ein kleines Video für Sie. Sie sind ja Kunde von mir und ich habe Ihnen eine Webseite gemacht auf der Basis von Divi. Und heute zeige ich Ihnen, wie man mit Divi umgeht, direkt in WordPress hinein. Und ich schlage vor, wir gehen gerade mal direkt ins WordPress hinein. Also, ich habe jetzt hier einfach einmal eine Testwebseite aufgemacht, damit alle etwas gleich sehen und ich sie nicht gerade outen tue als meine Kunden. ja, wie gesagt, das ist jetzt eine Testseite, die Sie da sehen. Die hat verschiedene Funktionen, die ihr jetzt seht. Eigentlich ähnlich aus wie Ihre Webseiten, also die ganzen Funktionen, die da drin sind, haben der eine oder andere von Ihnen bereits auch drin. Und ja, als erstes müssen wir uns natürlich in WordPress einloggen und das habe ich Ihnen ja ganz klar gesagt. Sie rufen Ihre Domain auf und am Schluss heißt es einfach wp-admin und dann kommt da das Login rein. Da gehen Sie den Benutzernamen ein oder die E-Mail-Adresse und das Passwort. Das kennen Sie ja bereits, das habe ich Ihnen bereits gezeigt. Und jetzt sind wir da im Backend von WordPress und das ist das Frontend, also die Webseite selber. Jetzt fangen wir einfach mal von oben an und gehen oben runter. Und dann zeige ich Ihnen, was Sie da können verändern können und was Sie nicht sollten verändern. Denken Sie daran, wenn Sie keinen Servicevertrag haben, dann müssen Sie selber Backups machen. Ich werde Ihnen ein Video verlinken, da oder da, je nachdem, wo man zeigt, wie man Backups von Hand kann machen kann. Oder Sie melden sich bei mir, dann mache ich regelmäßig selber Backups. Dann eine kurze Empfehlung, bevor Sie da von der Webseite irgendetwas ändern, machen Sie immer ein schönes, komplettes Backup. Denn Sie werden ziemlich schnell sehen, einmal einen falschen Knopf drückt und die Seite ist zerstört. Respektive Sie sehen nicht mehr so aus wie vorher, aber man kann sie immer noch lesen. Und es würde ein bisschen komisch aussehen, wenn auf einmal Bilder und der Text nicht mehr schön wird zusammenpassen, so wie ich es gemacht habe. Darum, auch ich selber, bevor ich eine Webseite anfasse, mache ich immer zuerst ein schönes Backup. Aber fangen wir gerade mal an. Dann ist das die Übersichtsseite. Das ist einer interessant für Sie. Sie können da mal durchlesen. Da gibt es immer wieder Informationen über Veranstaltungen, über WordPress in der Schweiz. Und ja, fangen wir mal an. Da auf der rechten Seite haben wir die Aktualisierungen, die aufploppen werden. Das sehen Sie ja da unten unter Plugins. Jetzt ist es so, wenn Sie WordPress aktualisieren, selbstständig aktualisieren, dann müssen Sie aufpassen, machen Sie auch wieder ein komplettes Backup. Denn es gibt immer wieder Situationen, wo Plugins nicht so reagieren, wie man eigentlich das erwartet. Und da habe ich schon ganze Webseiten abstürzen gesehen. Also da immer sehr aufpassen und bevor Sie falsche Aktualisierung machen, tun Sie sich wieder einmal mit mir kurz in Verbindung setzen. Wie immer. Fragen kostet nichts, einfach ein Mail schreiben und ich werde Ihnen kurz sagen, ob Sie es können aktualisieren oder was Sie sollten machen. Ja, der zweite Punkt sind die Beiträge. Ich habe Ihnen ja bereits gesagt, dass Blogs oder Magazin oder News oder wie Sie auch immer die Sektion nennen, sehr wichtig ist, damit immer wieder regelmäßiger Content reinkommt. Wie da jetzt, da sind jetzt also immer wieder Beiträge veröffentlicht worden, wie Sie sehen, da ganz einfach auf meiner Testseite. Um die zu schreiben, gehen Sie da unter alle Beiträge und klicken Sie da oben auf Erstellen oder da auf Erstellen. Da können Sie einfach draufklicken. Und jetzt können Sie eigentlich da einfach einen Text schreiben. Zuerst müssen wir noch einen schönen Titel haben. Ganz einfach, wenn Sie einen schönen knackigen Titel nehmen, nicht irgendwie News, Kalenderwoche 12 oder irgendwie so, sondern schreiben Sie an, ja, Frühlingsnews oder News im April, Mai, so oder so. Und darunter können Sie dann ganz normal schreiben. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite jetzt zwei Böckchen. Wenn Sie auf Visual klicken, dann haben Sie eigentlich hier Struktur vom Word. Das kennen Sie bereits. Also wenn Sie einen Text ein dicker machen, tun Sie ihn einfach markieren. Sie klicken da auf Fett und schon ist er eigentlich dick. Also wenn Sie den Fett wieder wegnehmen, einfach markieren mit der Maus drauf, doppelklicken und dann da aktivieren oder eben kursiv machen. Sie können da eigentlich alles verwenden. Sie können da die verschiedenen Titel nehmen. Sie können dick nehmen, dünn, Sie können da Aufzählungslisten machen, wie im Word rein. Bei diesen Sachen würde ich dann ein bisschen vorsichtig sein.
Das sind nämlich Sachen, die Sie vielleicht sehen oder vielleicht nicht, je nach Installationen und zusätzlichen Plugins. Dann da unten kann man da durchstreichen, nehmen, Linien nehmen, Textfarbe ändern und so weiter und so fort. Also da können Sie Ihren Text nehmen. Jetzt ist es aber wichtig, dass Sie nicht den Text aus einem Word-Dokument reinkopieren, da rein. Weil Sie werden dann ziemlich schnell sehen, das sieht sehr komisch aus und es wird Ihr das gesamte Design hier verreissen. Also, wenn Sie trotzdem etwas in Word machen wollen, das können Sie natürlich, dann müssen Sie es einfach hier im Texteditor reinkopieren. Und jetzt sehen Sie, da hat es dann so komische Begriffe, so eckige Klammern und so, das ist immer das Zeichen von HTML. Ist einfach mal schön zu wissen, um was das da geht. Aber eben, wenn Sie einen Text haben aus dem Word, tun Sie es da rein kopieren. Sie wissen ja Copy-Paste, also Ctrl-C oder Ctrl-V und dann rein kopieren. Und dann können Sie es stylen, wie Sie es wollen. Sie können es auch zwei miteinander kombinieren, wie Sie sehen, und es wird immer schön angezeigt, was da ist. Ja, dann können Sie natürlich Titel machen, wie ich gesagt habe. Alles schön markieren. Können Sie einen kleineren Titel machen und so weiter und so fort. Es ist natürlich auch möglich, dass Sie das Bild einfügen können. Also machen Sie einfach die neuen Ziele. Klicken Sie hier auf Datei hinzufügen und dann sind Sie hier in der Mediathek. Und da können Sie dann das Bild entweder im Drag and Drop aufladen. Ich zeige Ihnen gleich, wie das geht. Also dann tun wir hier einmal schnell einen Ordner öffnen. Ich kann jetzt einmal hier ein paar Bilder anzeigen und dann kann ich einfach, Moment, ich muss das einmal schnell umschalten, damit Sie eigentlich alles sehen. So. Also ich habe jetzt hier einfach einmal einen Ordner geöffnet, ich habe hier zwei Bilder drin. Und wenn Sie jetzt hier einfach ein neues Bild rein tun wollen, können Sie es einfach markieren und reinschieben. Sie kennen das Drag and Drop. Und dann jetzt dann hier ziemlich schnell das Häkli. Sie sehen, wenn ich ein anderes anklicke, dann gibt es da ein Häkli. Und dann kann ich hier rechts unten in Beitrag hinzufügen klicken und dann habe ich das so drin. Jetzt hole ich mir da nochmal schnell so einen Beispieltext. Wenn Sie jetzt, ich tue jetzt mal schnell alles löschen, einen schönen Text haben, einen grossen Text haben und Sie wollen, dass er hier auf der Seite ein Bild hat oder da, das können Sie natürlich auch machen, dann gehen Sie ja wieder am Anfang vom Text, wo Sie das Bild wollen, einfügen wollen. Das jetzt hier auf der zweiten, im zweiten Abschnitt habe ich jetzt, sehen Sie das Blinken da mit der Maus draufgeklickt. Jetzt klicke ich hier auf Datei hinzufügen, ich wähle mein Bild aus und dann habe ich dort die Ausrichtung, die ich reinnehmen kann. Ich kann es zentrieren, links oder rechts, also zentrieren die Mitte vom Text oder links oder rechts. Ich will jetzt, dass es auf der rechten Seite ist, dann kann ich das machen. Und dann kann ich es wieder hinzufügen. Und wenn ich dann den Beitrag veröffentliche und da draufklicke, in einen neuen Tab öffne, sehen Sie, ich habe vorher auf der rechten Seite das veröffentlichen und jetzt ist der Text ums Bild herum. Da müssen Sie ein bisschen ausprobieren, wie das ist. Vielleicht mit einem schöneren Abschnitt. Sieht es ein schöner aus. Dann immer wieder schön hier auf Speichern oder auf Aktualisieren klicken. Und dann können Sie es anschauen und jetzt sehen Sie, aber es sieht schon viel besser aus. Ja, wichtig ist, wenn Sie ein Bild in der Webseite einbauen, darf es nicht zu groß sein. Also gehen wir nochmal schnell zurück. Sie sehen jetzt, das Bannerbild hat nur 38 KB. Wenn ich aber hier den Strand nehmen will, ist aber ein sehr schönes Bild. Erstens ist das viel zu gross in der Länge und in der Breite. Und vor allem, es sind dann fast 10 MB. Und denken Sie daran, das habe ich Ihnen sicher auch schon gesagt, wenn Sie das Bild einbauen tun, müssen Sie schauen, dass Sie es richtig zuschneiden. Entweder mit Photoshop oder zum Beispiel mit Canva oder mit einem anderen Bildbearbeitungsprogramm. Dann müssen Sie es wirklich Länge oder Breite schön zusammenschneiden. Schauen Sie, dass das Bild nicht breiter ist wie etwa 1000 Pixel. Das hier hat jetzt etwa 6000 Pixel drin. Und vor allem, dass es nicht 10 MB ist, sondern nur etwa 150 bis 200 KB. Damit nämlich Ihre Gäste auf Ihrer Webseite nicht zu lange warten müssen.
Sie wissen ja selber, je grösser das Bild ist, umso länger dauert es, bis die Webseite wirklich komplett geladen ist. Und das will man ja nicht. Dann gibt es natürlich auch hier ein so ein Vorschaubild. Auch da ist es wichtig. Und das können wir hier auf der rechten Seite auswählen unter Beitragsbild. Auch wieder draufklicken. Und dann habe ich hier ein Bild vorbereitet, das bereits in der richtigen Größe zugeschnitten ist. Und wie Sie sehen, das Bild hat etwa 1100 auf etwa 600 Pixel. Das ist also das Vorschaubildgröße, was Sie sich merken müssen. Dann können Sie das draufklicken und dann wird das hier angezeigt. Und jetzt sehen Sie hier noch Kategorie und Schlagwörter. Nun, eine Kategorie können Sie zum Beispiel machen und dann können Sie alle Beiträge zum Beispiel über Ihre Firma zusammenbüscheln, damit das schön zusammenpasst. Und Schlagwörter sind einfach der Inhalt. Also wenn Sie irgendwie über neue Rezepte berichten in Ihrem Foodstudio, dann können Sie da zum Beispiel das mit Food markieren. Und dann können Sie nämlich immer wieder schön die Schlagwörter hinzufügen. Der Unterschied zwischen Kategorie und Schlagwörter ist eigentlich ganz einfach. Kategorie sind alle Texte innerhalb einer Kategorie. Ich nehme jetzt Beispiel von einem Kleidergeschäft. Dann habe ich zum Beispiel Pullover, Hose, T-Shirt, was auch immer. Das sind Kategorien. Und Schlagwörter wären zum Beispiel Farbe, weiß, weil es gibt ja weiße Pullover und weiße Hose. Und so kann man nämlich schön nachher anzeigen auf Ihrer Webseite oder sonst irgendwo. Können Sie dann wirklich das schön verlinken und dann können Sie sagen, jawohl, das sind unsere weiße Produkte. Ich hoffe, Sie haben das verstanden. Und sonst, wie gesagt, immer, wenn Sie eine Frage haben, mir einfach mailen oder anrufen. Sie kennen ja das. Ja, dann wählen Sie das aus, dann immer schön auf OK klicken und schauen. Und wenn Sie zufrieden sind, immer wieder schön auf Aktualisieren klicken. Erst wenn Sie da auf Aktualisieren oder Speichern geklickt haben, ist der Text gemacht. Und es gibt keine Autospeicherfunktion oder so. Also wenn Sie da nicht wirklich willentlich auf den Knopf gedrückt haben, passiert gar nicht. Ja, und nachher können Sie es schauen in Ihrer Sektion, Blog, was auch immer. Sie sehen jetzt da, das ist der Text, den ich vorher gemacht habe. Da das Vorschaubild, da das Bildtext, ja, wie immer. Sie wollen vielleicht noch etwas verlinken, das wäre vielleicht noch spannend zu wissen. Sie haben jetzt da zum Beispiel einen Text, wo Sie irgendein Wort wollen verlinken. Ich habe jetzt da Google genommen. Dann tun Sie einfach wieder doppelklicken und klicken Sie da auf Link im Textfeld hinein. Und wenn Sie im visuellen Feld hinein sind, dann haben Sie da Link hinzufügen. Einfach draufklicken und dann können Sie da eigentlich schön die URL eingeben. Und dann ist das eigentlich schon verlinkt. Sie sehen, das hat eine andere Farbe meistens. Das ist je nach Ihrem Design, das ich für Sie gemacht habe. Und dann können wir wieder schauen. Und jetzt sehen wir, da ist Google verlinkt. Wenn ich draufklicke, geht es zu Google. Denken Sie daran, wenn Sie einen Text verlinken, Sie können ihn dann nachher bearbeiten, wie Sie sehen da, immer schön mit HTTPS verlinken. Nicht HTTP oder nicht nur www, sonst tut der Link nicht. Also immer schön schauen, dass der komplette Link drin steht. Ja. Dann gehen wir weiter. Dann haben wir jetzt einmal Beiträge gemacht. Da haben wir die grosse Übersicht. Also wenn Sie dann irgendwann einmal merken, oh Scheiße, ich habe einen Schreibfehler, dann können Sie ja wieder da auf alle Beiträge klicken bei der Auflistung und wenn Sie mit dem Maus drüber gehen, können Sie auf Bearbeiten gehen und dann sind Sie wieder da im Artikel drin. Und Sie haben bereits einen Text drin, das müssen wir nicht da auf Erstellen klicken. Wenn Sie denken, oh nein, der Beitrag will ich nicht mehr, den habe ich komisch geschrieben, der gefällt mir gar nicht, dann kann er auch im Papierkorb hineinlegen und dann ist der Beitrag nicht mehr sichtbar. Ja, dann gehen wir zum nächsten Punkt und jetzt schauen wir uns da Medien an. Das ist die Medienübersicht. Da sehen Sie all Ihre Bilder, die Sie aufgeladen haben, wo Sie dann nachher direkt einfügen können, wo Sie auch immer wollen. Wie gesagt, Sie müssen schauen, dass Sie immer das Zeug schön zuschneiden. Also ich habe jetzt da eben die 1100 auf 600 plus minus ein paar Pixel macht nie einen großen Unterschied. Dann habe ich da ein Bild, das im Hochformat ist, eben 400 breit, 600 Pixel.
Und wenn sie einen Job haben, dann sind meistens Bilder im Quadrat. Ich empfehle eigentlich so 500x500 Pixel. Sie können da jederzeit Bild hinzufügen, einfach indem sie wieder rangehen mit dem Maus drauf. Nehmen jetzt den Strand, nicht? Einfach den überschieben, wie sie sehen. Dann steht dann da Datei für den Upload bereitstellen und dann können sie es einfach loslassen. Wenn Sie das Bild nicht mehr wollen, Sie haben es noch nie gebraucht, dann können Sie es natürlich auch löschen, indem Sie einfach das Bild gehen und dann jetzt da unten endgültig löschen. Aber da vorsichtig sein. Ich will lieber mal ein Bild drin lassen, als jetzt da wirklich gross löschen. Außer Sie wissen, was Sie machen, Sie haben das genug ausprobiert, dann können Sie es natürlich machen. Ja, dann haben wir Seiten. Das sind wirklich die einzelnen Seiten, wie ich hier habe. Einzelne Seiten, Sie sehen, ich habe immer wieder da ein paar Sachen ausprobiert. Das sind einzelne Seiten. Also der Unterschied zwischen einer Seite und einem Beitrag ist eben, ein Beitrag ist ein Blogbeitrag. Das heißt, die kommen wirklich nur in der Sektion Blog, News, was auch immer, Magazin, wie Sie es auch immer genannt haben. Aber Seiten, das sind einzelne, komplette Seiten. Wie wir jetzt hier gerade haben, ich habe jetzt hier mal zwei Beispielseiten gemacht. Simple 1 und Simple 2. Das sind dann Ihre Startseiten, Ihre Informationsseiten über uns, wie auch immer. Und auch hier, das Prinzip ist genau gleich. Sie haben hier eine Übersichtsseite. Sie sehen auch hier, wenn Sie es veröffentlicht haben, wenn Sie es nicht mehr wissen, wo das Zeug ist oder wie jetzt hier. Ich habe einen Haufen Beiträge versteckt. Sie sehen vielleicht Nummer 20, dann können Sie da auf Ansicht anpassen. Das funktioniert eigentlich immer groß. Und dann können Sie dort die Einträge pro Seite, also die Anzahl Seiten, die da dargestellt werden, können da eingestellt werden. Also wenn ich jetzt da Nummer 5 eingebe, sehen Sie, es werden Nummer 5 Beiträge dargestellt. Da können Sie eigentlich regelmäßig etwas machen. Da machen Sie nichts kaputt. Da können Sie einstellen, wie Sie wollen. Und wenn Sie dann einen Haufen Seiten haben, dann werden Sie merken, auch ja, suchen ist ein bisschen mühsam. Dann jetzt da noch ein schönes Suchfeld. Einfach das Wort eingeben, Enter drücken oder da drauf klicken, auf Seite durchsuchen und schon ist das dargestellt. Und dann kann ich auch wieder rein, ganz normal bearbeiten. Und jetzt haben wir die Divi-Bilder aktiv. Das sieht dann so aus, das sieht ein bisschen kompliziert aus. Ja, Sie können da natürlich schon durchklicken, was auch immer. Aber da müssen Sie jetzt vorsichtig sein. Wie gesagt, Backup nicht vergessen. Aber meistens ist es ja so, Sie würden vielleicht einen Text ändern, ein Bild ändern. Dann würde ich also da bauen Sie auf dem Frontend auf, da draufklicken, weil nachher sieht nämlich oder wird so ein Editor geladen, wo Sie direkt sehen, was Sie machen. Und das ist sehr praktisch. Jetzt sehen Sie, wenn ich mit der Maus drüber fahre, dann gibt es da so neue Markierungen, da habe ich es jetzt violett, das ganze violett, da ist es jetzt blau. Also Ihre ganze Webseite, die ganze Seite ist eigentlich immer Ziele für Ziele für Ziele aufgesetzt. Und jetzt müssen Sie schauen, ja, was würde ich jetzt ändern? Ich würde vielleicht hier einen Text ändern. Dann gehen Sie mit der Maus drüber und klicken dann mal drauf. Dann ploppen die zwei Sachen auf und dann ist es meistens der dunkle. Und nicht der farbige Sektor, wo Sie merken müssen. Sie wollen nur den Text ändern. Und jetzt hat es hier so ein Zeichen mit verschiedenen Pfeilen. Da können Sie eigentlich das verschieben, aber hier aufpassen, nicht draufklicken. Sondern für Sie ist es jetzt wichtig, dass Sie hier da draufklicken. Modul Einstellungen. Wenn Sie draufklicken, dann ploppt etwas auf. Da können Sie rechts unten die Größe verändern. Je nachdem, was für einen grossen Bildschirm haben, sieht es etwas anders aus. Das ist das Kleinste, was Sie machen können. Ich bin immer noch mit der Maus drauf und probiere das reinzuschieben, aber Sie können es auch ganz gross machen. Und dann sehen Sie auf der Seite zwei neue Felder da. Das können Sie einfach so anschieben, wie Sie wollen. Und dann haben wir da wieder den gleichen Editor oder einen ähnlichen Editor, wo wir ja vorher bei den Blogbeiträgen schon kennt haben. Da wieder den Textbereich und da haben wir den visuellen. Und jetzt kann ich da einfach anfangen, einen neuen Text schreiben, ein neuer Text. Oder ich kann es hier markieren und kann sagen, Hallo du.
Und wenn ich zufrieden bin mit dem Text, klicke ich hier einfach auf das grüne Häkchen. Das bedeutet okay. Es wird dann gespeichert. Achtung, es ist noch nicht wirklich gespeichert. Einfach der Editor, der verschwindet dann. Oder wenn Sie sagen, oh nein, der Text gefällt mir nicht, dann können Sie ihn auch wieder löschen, indem Sie einfach hier aufs Rote klicken. Und die zwei nicht anfassen, aufpassen. Aber ich sage jetzt, ja, das hat mir gefallen. Dann kann ich da draufklicken und jetzt ist der Editor drin. Ist verschwunden. Und ich sehe aber hier den neuen Text. Sollte ich vielleicht hier den Titel ändern? Also gehe ich wieder drauf mit der Maus fahre drüber. Ich klicke einmal drauf. Zack. Dann kommt wieder der schwarze. Ich tue wieder hier aufs Zahnrädchen klicken. Und habe jetzt hier den Titel. Meine Dienstleistungen. Ja, also richtig geschrieben. Schauen Sie es an, wenn Sie zufrieden sind, tun Sie wieder draufklicken. Und jetzt haben Sie alle Veränderungen gemacht, die Sie haben wollen machen. Jetzt hat es da unten so einen 4-Liter runden Bolle. Den sollten Sie eigentlich sehen. Dann klicken Sie drauf, weil wir das Ganze jetzt noch abspeichern. Weil jetzt ist da nichts gespeichert. Einfach die Editoren haben sich einmal angepasst, haben einmal ein bisschen den Text angepasst, aber sie haben es noch nicht abgespeichert. Jetzt müssen Sie mit der Maus drüber fahren und klicken Sie drauf. Jetzt sehen Sie hier ganz auf der rechten Seite speichern und erst wenn Sie hier drauf geklickt haben, sind Ihre Änderungen wirklich gesichert. Also wenn ich jetzt drauf klicke, dann läuft es da und dann gibt es Häkchen und dann heisst es, es ist gespeichert. Und jetzt kann ich nämlich im Frontend schauen. Ich tue einfach mal die Seite neu laden. Und jetzt sehe ich, aha, da ist mein Text von vor, da ist der Text und da ist mein neuer Titel. So kann ich das anpassen. Ich würde Ihnen nicht empfehlen, da wirklich gross rumexperimentieren auf einer Live-Webseite, sondern ich zeige Ihnen nachher, wie man das machen kann. Denn wenn Sie die Ziele offen haben, wenn Sie sie wieder schliessen, klicken Sie einfach auf den grossen Bolle da, dann verschwindet er wieder. Auf, zu. Auf, zu. Ganz einfach. Jetzt hat es hier noch spannende Sachen. Drei Symbole. Eine sieht aus wie ein Computerbildschirm, eins wie ein Tablet und eins wie ein Smartphone, also das Handy. Und da hat es Divi einen kleinen Generator drin und der tut das simulieren, wie das auf den verschiedenen Geräten aussieht. Also wenn sich da wissen will, wie sieht denn jetzt meine Webseite überhaupt auf dem Handy aus, dann klicke ich einfach da drauf. Und jetzt schiebt sich das alles zusammen und ich kann kontrollieren, ja, weil der Titel ist nicht zu lang, er wird nicht unterbrochen, er wird nicht auf einmal in zwei Ziele dargestellt. Dann kann ich das nämlich machen. Wenn ich das Tablet anklicke, dann wird es ein bisschen grösser und Sie sehen, da hat jetzt zum Beispiel beide Bereiche sind nebeneinander. Wenn ich es aber auf dem Handy anschaue, gehen sie untereinander. So verändert sich das immer wieder schön je nach Design. Da können Sie sich eigentlich durchklicken, wenn Sie wollen sagen, ja, da hätte ich gerne ein anderes Bild, kann ich das natürlich machen. Ich gehe auch wieder mit der Maus drüber, ich klicke drauf, ich habe hier wieder das Zahnrädchen, dann kann ich draufklicken und jetzt sehe ich, aha, jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Jetzt habe ich nicht mehr den Texteditor drin, sondern jetzt habe ich einen Bildeditor. Und wie immer, das Zahnrädchen bedeutet etwas bearbeiten, dann der Apfelkübel, ist natürlich logisch, heisst in Apfel rein, das heisst löschen, also immer aufpassen. Wenn ich etwas verändere, immer aufs Zahnrädchen klicken. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel die Übersichtsseite mit den Bildern wieder in die Mediathek rein. Und jetzt sehe ich, aha, ich habe hier ein Bild, das vorher drin war. Das hat aber Größe 510x583. Jetzt muss ich ein Bild vorbereiten, genau in dieser Größe rein. Und dann kann ich das hinzufügen. Wenn Sie das nicht machen und Sie nehmen ein Bild, das einfach viel zu gross ist, oder völlig die falsche Darstellung, aber das hat jetzt 1000 breit und 500 hoch. Und das hat nur 500 mal 500, das ist ein schönes, fast quadratisches Bild. Wenn ich jetzt das nehme und da rein tue, dann hat es sich hier angepasst. Und Sie sehen, das Bild ist dann irgendwie ein bisschen geschrumpft. Weil ich habe Bilder, Breite eigentlich meistens schön eingestellt. Dass sie eigentlich in der Breite ist, ist eigentlich egal, aber wenn sie das Bild im Verhältnis zu klein machen, dann wird das auf einmal ein bisschen gequetscht. Also darum immer schön schauen, dass das Originalbild und das neue Bild in der Größe ähnlich ist.
Also ich gehe wieder zurück, da wieder das Bild ändern. Das ist das Originalbild. Und Sie sehen jetzt, wenn ich mit der Maus drüber fahre, habe ich hier den grünen Rahmen. Und das Bild ist wirklich ein Teil drin, schön ausfüllend, grösser wie der Text. So, wenn ich jetzt ein anderes Bild nehmen würde, das eine ähnliche Größe hat. Ich habe da sicher eins so 500, 500 ist da. Das ist jetzt ähnlich wie das, wie Sie sehen. 510 x 583 und das hat 500 auf 500. Passt. Wenn ich das draufklicke, dann passt es eigentlich. Sie müssen jetzt einfach schauen, dass das schön zusammenpasst. Bei mir jetzt, wenn ich das jetzt so abspeichere und im Frontend wirklich schaue, in die Live-Webseite, dann sehen Sie, ich habe jetzt ein Bild genommen mit einem weißen Hintergrund, aber der Hintergrund da, der ist leicht gräulich. Da müssen Sie dann einfach wirklich das Bild so vorbereiten, dass es auch keinen Hintergrund hat. Also mit einem PNG oder GIF-Bild. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, dann rufen Sie mal kurz an, geben Sie mal ein Mail. Ich habe Ihnen da ein Video an. Ich verlinke das auch noch verlinken, da muss ich es auch immer sehen, was für verschiedene Bilderformate es gibt, damit Sie da auch ein bisschen wissen, was für eine Wissenschaft dahinter ist. Ja, aber Sie sehen, es ist eigentlich gar nicht so schwer, da etwas anzupassen, wenn Sie etwas Neues wollen, anklicken oder einen neuen Text. Entschuldigung, wenn Sie einen besseren Text wollen haben, einfach mit der Maus drüber einmal draufklicken, dann da aufs Zahnrädchen klicken und dann können Sie da den Verkauf, den Text ändern, dann den Editor schließen, indem ich da auf Speichern klicke und bevor es dann wirklich veröffentliche, muss ich die ganz komplette Seite abspeichern. Ja, ich empfehle Ihnen eigentlich da nicht wirklich groß etwas daran zu verändern. Wenn Sie natürlich noch einen zusätzlichen Text wollen haben, dann müssen Sie das alle umspielen oder Sie rufen mal kurz an, dann mache ich das. Wenn Sie zufrieden sind, dann können Sie einfach da auf die visuellen Bilder verlassen klicken und dann wird der Editor deaktiviert. Also wenn ich jetzt da draufklicke, dann passiert gar nichts mehr. Dann bin ich eigentlich da auf der Startseite. Sie sehen, die URL hat sich nicht verändert. Jetzt habe ich hier oben wieder die Titelzeile, der schwarze Balken. Und das bedeutet eigentlich, dass Sie noch eingeloggt sind. Also ich kann jetzt einfach da mit der Maus rechts, links oben auf die Ziele klicken. Dann ploppt etwas auf und dann kann ich da wieder ins Dashboard hineingehen und ich bin wieder im Backend hinein. Nun, wenn Sie jetzt fühlen, Sie wollen aber eine neue Seite machen, können Sie es natürlich machen, ganz normal da auf Seiten erstellen klicken. Dann tun Sie einfach einmal einen Titel eingeben. Und jetzt können Sie entweder einfach etwas machen wie einen Blogbeitrag. Dann haben Sie aber nicht schöne Designmöglichkeiten. Sie können aber auch hier den Divi-Builder benutzen. Das ist der, den ich benutze. Dann klicken Sie einfach da auf den vierleitigen Button. Dann öffnet sich etwas und dann klicken Sie da auf Neu aufbauen. Und jetzt, wie gesagt, es ist Ziele für Ziele für Ziele. Also kann ich jetzt da einfach den Einzieler nehmen. Und dann habe ich da verschiedene Module, die ich auswählen kann. Je nachdem, was Sie für eine Webseite haben, können sich da die Module ein bisschen unterschiedlich dargestellt werden. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Webseite haben ohne Shop, ohne WooCommerce, dann werden die ganzen Hot-Tabs nicht aufleuchten. Und da können Sie dann rumexperimentieren. Also ich würde jetzt vielleicht nur einen Text rein tun. Dann kann ich da im Suchfeld einen Text geben. Und dann habe ich da das Ganze drin. Und jetzt sehen Sie, oh ja, das sieht wieder ein bisschen komisch aus. Dann tue ich da einfach auf den Frontend-Button klicken. Und dann bin ich wieder in dem lustigen Editor, wo wir vorgesehen sind, wo das Ganze anpasst. Und jetzt kann ich da auch wieder mit der Maus drüber gehen, draufklicken. Und dann habe ich da wieder das Feld drin. Jetzt habe ich da einen Text drin. Jetzt würde ich den vielleicht aber anstatt in der Mitte ganz rechts haben. Das kann ich machen. Ich kann dann da unter Design den Text noch ein bisschen anpassen. Also wenn ich dann da einen roten Text würde machen, kann ich den auch machen. Es geht jetzt gerade da nicht, weil ich etwas verändert habe.
Aber da können Sie einfach die Schriftfarbe ändern. Ich mache es jetzt mal kurz mit einem Titel. Ich gehe rein, ich schaue, dass der Titel der Head 2 ist. Da kann ich da aufs Design. Überschrift ist der Titel. H2 ist der Titel 2. Und jetzt kann ich hier die Farbe ändern, wie Sie sehen. Jetzt ist es grün, jetzt ist es violett. Ich kann aber auch die Größe ändern. So können Sie das dann ein bisschen machen. Sie können auch hier ein bisschen designen. Da können Sie ein bisschen umspielen. Tun Sie es umspielen. Sie haben nämlich hier alle Funktionen drin. Ich werde Ihnen nie etwas wirklich deaktivieren. Sie haben immer den vollen Zugriff. Wenn Sie aber sagen, auch Herr Mechler, ich würde eigentlich nur Text ändern, dann rufen Sie mal kurz an, schicken Sie mal ein Mail, weil dann kann ich Ihnen nämlich so Funktionen alle deaktivieren, dass Sie wirklich nur noch Text können ändern und nichts am Design können ändern. Ich weiß, ein paar von Ihnen, von meinen Kunden, die sind, ich sage jetzt nicht überfordert, sondern sie sind froh, wenn sie nicht abgelenkt werden mit komischen Buttons, wo komische Resultate bringen. Ist verständlich. Auch ich habe da lang gebraucht, um so Sachen einstellen können. Wenn ich dann zufrieden bin, muss ich es wieder abspeichern. Dann habe ich jetzt hier veröffentlichen Button oder abspeichern Button. Und wenn ich dann den will, anschauen, habe ich gespeichert und jetzt ist die Webseite drin. So, wenn ich jetzt hier wieder unter Seite gehe, schaue, wenn ist der letzte Beitrag geschrieben wurde, 5 Sekunden. Das wäre dann der. Und wenn ich jetzt hier auf Simple klicke, Simple rückklicke, auf den Link klicke, dann öffnet sich ein Tab mit dem, was ich vorher gemacht habe. Aber eben, ich empfehle Ihnen eigentlich, dass Sie wirklich nur die Seiten ändern, nur Text ändern und Bilder ändern, nicht nur irgendwie das Design ändern. Außer Sie haben Zeit zum Umspielen, dann machen Sie sich eine neue Seite und dann tun Sie ausprobieren. Das ist das Beste. Etwas anderes kann ich Ihnen nicht wirklich empfehlen. Dann gehen wir weiter zu den Kommentaren. Also, wenn jemand da, wenn es einen Beitrag gibt und jemand hat da unten einen Kommentar aufgeschrieben, dann sehen Sie den da. Und da können Sie dann wirklich sagen, ja, weil ich will den veröffentlichen, ich will den im Papierkorb rein tun, Spam. Da können Sie das schön einstellen. Denn jetzt, der nächste Bereich, der geht eigentlich nur für meine Kunden etwas an, die einen Job haben. Und sonst überspringen Sie es. Ich werde unten durch, hier bei YouTube noch die verschiedenen Zeiten markieren, wenn welches Thema ich bespreche. Dann können Sie einfach durchklicken und zu den einzelnen Sektionen von dem Video springen. Aber eben WooCommerce ist ja der Shop. Machen wir da mal ein bisschen zu. Ich habe ja hier einen Shop mit einem Haufen Produkten. Der sieht je nachdem, wie ich den bei Ihnen gemacht habe, ein bisschen anders aus. Ganz normal. Jetzt ist es so, jetzt hat jemand bestellt, Sie haben ein Mail bekommen und gesehen, jawohl, ich habe eine neue Bestellung drin. Dann müssen Sie sich einloggen und dann gehen Sie da auf Bestellungen. Und da sehen Sie dann die Liste mit einem Haufen Bestellungen, hoffe ich. Und dann gibt es hier in der Mitte verschiedene Status, dann habe ich hier Gesamtsumme und verschiedene Aktionen. Wenn Sie das nicht sehen, kann ich wieder da oben Ansicht anpassen und dann kann ich da die Sachen aktivieren oder deaktivieren. Ich persönlich brauche eigentlich nur die vier Sachen. Ich habe Bestellung, ich habe das Datum, ich habe den Status und ich habe die Aktionen. Mehr brauche ich jetzt nicht und das brauchen Sie eigentlich auch nicht. Je nachdem, ob Sie da noch PDF-Funktion drin haben, dann sehen Sie da noch Lieferschein und Rechnungen-Buttons aufleuchten. Das sind so rote PDFs-Icons, wo Sie da können Lieferschein und Rechnung ausdrucken. Lassen wir jetzt weg, habe ich Ihnen sicher schon gezeigt. Jetzt habe ich da verschiedene Status, die müssen Sie sich merken. Also abgeschlossen ist, Bestellung ist, Sie haben sie verpackt, Sie haben sie abgeschickt, alles ist erledigt. Dann ist eine Bestellung abgeschlossen. Dann in Wartestellung bedeutet meistens, dass eine Bestellung reingekommen ist und der Kunde will das gerne per Banküberweisung zahlen. Dann weiß sie natürlich der Shop nicht, ob jetzt Geld eingekommen ist oder nicht. Das heißt einfach in Wartestellung. Wenn er aber wie der Stripe, also Kreditkarte oder PayPal oder Twint oder was auch immer, schon gezahlt hat, Sie haben bereits Geld, dann heißt es in Bearbeitung. Jetzt
Und jetzt habe ich hier auf der rechten Seite die verschiedenen Aktionen. Also wenn ich jetzt hier einen Status habe in Wartestellung, also ich warte, bis er gezahlt hat, und ich sehe jetzt in meinem Bankauszug, oh ja, er hat gezahlt, dann kann ich den Status gerade hier ändern. Und da muss ich das Päckchen noch nicht machen und abschicken, sondern wirklich warten. Dann können Sie hier auf die drei Punkte klicken. Wenn Sie draufklicken mit der Maus, dann verändert sich der Status ebenfalls in Bearbeitung. Also alles, was in Bearbeitung ist, das sind Päckchen, die Sie machen können, Bestellungen, die Sie machen können und direkt abschicken. Wenn jetzt die Bestellung fertig ist, können Sie einfach hier auf Abgeschlossen klicken. Und dann kommt der Kunde ein Mail über und dort heisst es ja, Bestellung ist abgeschlossen, das Päckchen ist unterwegs. Einfach da wieder draufklicken. Wenn Sie jetzt aber wissen wollen, ja, was hat denn er überhaupt gekauft, dann gibt es hier Kurzansicht. Sieht aus wie ein Auge. Einfach draufklicken. Da sehe ich jetzt schön, aha, ja, weil ich habe jetzt hier nur eine Scherbe gekauft. Wenn ich draufklicke, aha, ich habe hier zwei verschiedene Münzen gekauft. Kann ich machen. Wenn ich aber die Detailsache anschaue, klicke ich wirklich auf Bestellung mit der Bestellnummer und dann habe ich hier die ganze Übersichtsseite. Wenn jemand den Gucci verwendet, dann steht hier auch der Gucci drin. Wenn hier in dieser Fläche 9 steht und da nicht abgezogen worden ist, dann hat er auch den Gucci nicht verwendet. Aber ich sehe jetzt hier, jawohl, ich muss jetzt das Produkt machen, die Anzahl, kann ich das Päckchen vorbereiten, kann es machen. Ich kann auch hier noch eine Bemerkung rein tun. Vielleicht ist ja der Kunde sagt zum Beispiel, hey, gerne die Lieferung erst in 2 Wochen. Dann kann ich hier neben den Kommentar rein tun. Das ist ja so ein kleines Notizfeld. Und dann müssen Sie einfach hier auf Hinzufügen klicken. In den Text, wo Sie schreiben, und da steht private Anmerkung, das sehen nur Sie im Backend rein und sonst nie nicht. Sie können aber auch hier dem Kunden ein Mail schicken, wenn Sie jetzt sagen, auch ein Päckchen hat eine Verzögerung vor 2-3 Wochen, dann kann ich das auch machen, indem ich einfach hier im Dropdown-Menü Hinweis an Kunden mache. Und wenn ich jetzt hier auf Hinzufügen klicke, dann kommt der Kunde sofort ein Mail über mit dem Text, den Sie hier geschrieben haben. Also immer aufpassen, was Sie da für einen Status drin haben. Ist mir auch schon passiert, dass ich hier einen Kommentar reingesetzt habe und da umgeschaltet habe und dann hätte der Kunde meine Kommentare bekommen. Also Gott sei Dank habe ich nicht gelästert über den Kunden, sondern ich habe einfach gesagt, dass er die Bestellung erst in 3 Wochen bekommen wird. Der Kunde war zufrieden, dass er das gemerkt, also dass er gemerkt hat, dass ich das gemerkt habe. Verstanden? Der Kunde war zufrieden, dass ich das notiert habe. Er hätte nicht motzen können, aber es hat schon welche von nicht von meinen Kunden, aber von Grosskonzernen, die dann da gelästert worden ist. Und der Kunde hat dann das mitbekommen. Das haben Sie sicher schon in den Medien einmal gelesen. Dann haben wir hier ja die Rechnungsadresse und die Versandadresse. Also immer aufpassen, nicht von hier die Adresse abkopieren, sondern immer von hier zum Etiketten machen. Ja, wenn dann die Bestellung soweit ist, kann ich hier den Status ändern. Da habe ich wieder die verschiedenen Möglichkeiten. Wenn ich hier auf storniert abbrechen klicke, wenn der Kunde sagt, nein, ich habe die Bestellung nicht, oder Sie merken, Sie wollen die Bestellung nicht machen, dann können Sie hier auf storniert abbrechen klicken und dann auf aktualisieren, da rechts oben. Dann wird nämlich der Status von dieser Bestellung jetzt auf abbrechen und storniert geklickt. Jetzt müssen Sie einfach schauen, dass Sie das Geld wieder zurücküberweisen. Wenn Sie via PostFinance das überkommen, müssen Sie sich im PostFinance-Account einloggen, im Bank-Account einloggen und das dort überweisen. Auch via PayPal müssen Sie via PayPal direkt oder via Stripe direkt das einloggen. Also da wird nicht automatisch das Geld wieder zurück überwiesen. Es gibt also nicht wirklich eine Kommunikation, sondern WordPress WooCommerce tut einfach nur die Information darstellen, wo sie überkommt und er tut es nicht weiterleitet. Ja, wenn Sie das nicht wollen oder Sie wollen, dass das automatisch hin und her gespielt wird, das kann man machen. Das kostet aber ziemlich viel. Also es lohnt sich nicht wirklich. Lieber sich direkt einloggen und dann das anschauen. Ja, wenn Sie dann aber die Bestellung gemacht haben, kann ich einfach hier auf Abgeschlossen klicken. Ich tue auf Aktualisieren klicken. Der Kunde kommt jetzt ein Mail über. Die Bestellung ist abgeschlossen. Es ist alles in Ordnung. Sie sehen hier am 3. März 1845, wie es jetzt ist, ist die Bestellung abgeschlossen worden.
Da ist jetzt wirklich nur ein interner Bereich, ein interner Kommentar, den sieht nur ich. Aber ich weiß jetzt auch, die Beschreibung ist abgeschlossen. Und ja, so einfach ist das. Wenn ich einen neuen Gucci einstellen will, kann ich das hier machen. Erstelle einen Gutschein oder da oben, dann können Sie da den Gucci-Code eingeben. Aktion 20, das ist eigentlich der Code, den Sie nachher Ihren Kunden könnt geben können. Dann habe ich hier eine Beschreibung. Je nachdem, wie vergesslich Sie sind oder Sie haben da einen komischen Aktionsnamen, dann würde ich da mal noch hinschreiben, um was das geht. Das ist nur für Sie. Also, das wäre jetzt zum Beispiel 20% Rabatt für Kunde Müller. Das ist jetzt zum Beispiel ein unique Gucci-Code für eine Person. Ich habe jetzt hier geschrieben, es geht um 20%. Wenn ich jetzt dort die Rabattart einstelle, kann ich einstellen, ja, es ist ein fester Warenkorb-Rabatt. Also wirklich, es sind 10 Franken Rabatt. Oder Sie können da 10% einstellen. Sie müssen dann einfach 10 Zahlen eingeben. Sie müssen da nicht noch irgendwie 10% oder so eingeben. Sondern einfach 10 Zahlen. Oder 50 Franken. Das wäre jetzt 50 Franken Rabatt. Wir haben jetzt hier 20% eingegeben. Also 20%. Da auf der Seite jetzt meistens so ein Fragezeichen, das sind so Informationen. Also wenn Sie nicht mehr wissen, um was das geht, schauen Sie einfach an, hat es da so einen kleinen Bölleli, kleinen Button. Fahren Sie mit dem Maus drüber und dann ploppt es auf und dann sehen Sie auch, da hat es einen Informationstext. Um was geht es da überhaupt? Da geht es jetzt um das Verfallsdatum. Ich wollte, dass der Gucci nicht unendlich läuft, sondern sagen wir mal einen Monat, ein Jahr, was auch immer. Ich will jetzt, dass der Kunde innerhalb einem Monat, wenn jetzt Anfangs März, also er hat jetzt einen Monat Zeit, bis Ende Monat den Gucci zu verwenden. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe dann da Nutzerbeschränkungen eingegeben. Vielleicht wollen Sie, dass der Gucci erst ab 100 Franken gültig ist. Dann können Sie dann da eingeben 100 und dann hat es einen Mindestbestellwert. Sie können aber auch sagen, ja, ich würde gerne, dass nur bis 1000 Franken der Gucci funktioniert. Also, wenn jemand dann für 10.000 Franken etwas bestellt, würde ich, dass der Gucci nicht mehr funktioniert. Wenn Sie jetzt einen 50% Rabatt Gucci gegeben haben, tut dann natürlich bei 10 Franken Warenwert nicht so weh. Das wäre dann 5 lieber. Wenn Sie dann aber den 50% Gucci bei 10.000 Franken eingeben, sind dann das 5.000 Franken, wo Sie weniger verdienen. Ist logisch. Sie können das dann aber auch auf Produkt einstellen oder Produkt ausschliessen. Einfach drauf markieren und dann zum Beispiel nach dem Wort suchen. Ab 3 Buchstaben wird Ihr gesamtes Produkt, Ihre gesamte Produktliste durchsucht und dargestellt. Jetzt habe ich zum Beispiel, der Gucci funktioniert überall, außer da beim Schnitzelprodukt. Kann ich machen, mache ich eigentlich nicht. Aber es ist vielleicht noch interessant. Ich habe es aber auch wirklich auf eine spezielle E-Mail-Adresse fixiert. Ich weiß jetzt, der Kunde Müller hat eine spezielle E-Mail-Adresse. Also kann ich jetzt da seine E-Mail-Adresse geben. Und jetzt funktioniert wirklich nur der Gucci mit dieser E-Mail-Adresse. Ist natürlich immer sehr praktisch. Jetzt wollen wir vielleicht nur einfach den 20% Rabatt für alle machen. Also muss ich das nicht eingeben. Da kann ich auch noch Nutzungsgrenzen eingeben. Und da ist es ein bisschen wichtig, dass Sie das Zeug immer wieder ein bisschen anschauen und ein bisschen in Relation setzen. Also ich habe da Nutzungslimit pro Gucci. Also ich habe einen Gucci und ich verteile den an all meine Newsletter-Kunden. Dann würde ich natürlich, dass der Gucci nur einmal funktioniert pro Gucci, also pro Kunde. Also muss ich den Nutzungslimit pro Gucci auf den User begrenzen. Also ich würde jetzt, dass der Gucci nur einmal pro User verfügbar ist. Einmal. Kann ich machen. Ich habe jetzt vielleicht eine Newsletterliste von 10.000 Kunden oder 10.000 Adressen. Ich würde aber, dass der Gucci nur bei den ersten 100 gültig ist. Der schnellere ist der geschwinder. Dann kann ich das auch hier eingeben, indem ich einfach das begrenzt. Dann ist nämlich, sind nämlich nur 100 Mal ist der Gucci gültig. Anstatt jetzt eben die 10.000 Adresse. Kann man machen. Wenn ich dann zufrieden bin,
Dann kann ich hier auf Veröffentlichen klicken und zack, ist der Gucci eigentlich aktualisiert. Wenn ich hier wieder auf Gucci klicke, dann sehe ich, aha, der Gucci ist drin. Tun wir mal kurz ausprobieren. Ich habe jetzt hier den Gucci-Code. Ich gehe jetzt ins Frontend rein. Ich habe jetzt das Fondue ausgewählt. Das im Warenkorb drin habe ich auch hier den Gucci-Code. Ich würde ihn immer wieder schön testen. Ich gebe den Gucci-Code ein. Gucci anwenden. Und jetzt steht da, aha, ich habe Aktion 20 hat so und so viel Rabatt gegeben. Rechnen wir es schnell durch. 10%, ich habe 20% Rabatt. 10% von 159 sind 15,90 mal 2, 30, 31, 31, 80. Voilà, stimmt. So habe ich getestet. Also der Gucci erstellen ist eigentlich ganz einfach. Dann haben wir hier noch, je nach Plugins, die Sie im Einsatz haben, noch andere Möglichkeiten, Einstellungen. Einfach aufpassen, was Sie da machen. Da geht es dann wirklich um Job-Einstellungen. Da können Sie sich auch mal durchschauen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sehen, auch ich will PayPal für die nächsten Monate nicht haben, dann können Sie da Zahlungen ein- und ausschalten. Sie sehen, wenn es eingeschaltet ist, ist es violett. Wenn es ausgeschaltet ist, ist es grau. Und dann kann ich da auf Ändern speichern und jetzt habe ich da zum Beispiel Banküberweisung und PayPal im Einsatz. Jetzt wird es wieder deaktivieren, jetzt geht nur Banküberweisung. Ja, da können Sie sich ein bisschen umschauen, da würde einfach nicht gross etwas ändern. Dem Produkt. Da haben wir Produkt drin. Wenn Sie jetzt ein neues Produkt haben, können Sie da auf Produkt erstellen. Können Sie das eingeben und so weiter. Es hat viele Funktionen drin. Wenn Sie ein neues Produkt wollen hinzufügen, dann tue ich Ihnen unten drüber noch oder oben, je nachdem, was bei YouTube angezeigt wird, ein Video einblenden, wie man tut, einfache Produkte, also Einzelprodukte. Ich habe ein Schnitzel, das ich verkaufen will, ich habe ein Menü, das ich verkaufen will. Dann kann ich das machen. Denn das sind einfache Produkte. Wenn ich aber Variablen habe, wie zum Beispiel verschiedene Farben, kann ein T-Shirt mit verschiedenen Farben, Rot, Grün, Gelb, dann sind das variable Produkte. Das sind die verschiedenen Produktarten, die man machen kann. Es gibt natürlich nur digitale Produkte, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, ich tue das natürlich nur verlinken, damit Sie das auch sehen. Jetzt Design. Das ist ein Bericht, den können Sie anschauen. Einfach aufpassen. Was noch spannend ist, ich habe da unten meistens noch einen Footer-Bereich rein, den Fußbereich rein. Und da können Sie natürlich auch Sachen ändern. Das ist hier unter Widgets drin. Und dann haben Sie hier den Footer 1, 2, 3, 4 drin. Und Sie sehen jetzt in dem Beispiel habe ich 1, 2, 3, 4. Das sieht jetzt komisch aus. Ich weiß jetzt, aha, da hat sich ein Plugin aufgehängt. Das will ich nicht. Kann ich deaktivieren, indem ich einfach im Backend hineingebe. Ich schaue, da habe Footer 1, 2, 3, 4. Da kann ich es aufklappen, indem ich draufklicke und dann kann ich es da einfach löschen. Da müssen Sie jetzt auch nicht abspeichern, sobald Sie auf Löschen geklickt haben, ist das bereits weg. Also wenn ich jetzt da wieder auf Frontend da sich gehe, das aktualisiere, ist der vierte Bereich weg. Und jetzt habe ich hier einen Haufen Auswahlmöglichkeiten. Ich will vielleicht einen eigenen Text machen. Ich gehe auf Pferde. Dann kann ich hier den HTML-Böxli auswählen. Also ich gehe drauf. Entweder klicke ich drauf und dann habe ich hier die verschiedenen Widget-Bereiche drin. Oder aber ich gehe mit der Maus drauf und dann tue ich Drag and Drop. Das heißt, ich gehe mit der Maus drauf. Ich klicke auf die Maus. Ich bleibe auf der Maus drauf. Ich drücke auf die Maus. Und dann kann ich es verschieben in diesen Bereich hinein. Und jetzt kann ich hier anschreiben, Ferienzeit. Ich bin von Mai bis Juni nicht da. Kann ich den Text schreiben. Ich kann es abspeichern. Und wenn ich dann im Frontend schaue, aha, ist der Text bereits drin. Da können Sie ja wieder die verschiedenen Sachen ausprobieren, anschauen. Es gibt einen Haufen verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie einen speziellen Wunsch haben, melden Sie sich. Dann können wir das einbauen. Ja, dann da Plugins. Wie gesagt, Plugins aktualisieren ist immer ein heißes Thema.
tun sie aufpassen, bevor sie es aktualisieren. Es steht dann meistens so drin, dass da eine Aktualisierung verfügbar ist. Wie gesagt, nur mehr aktualisieren, wenn sie wirklich ein eigenes Backup haben oder einen Hoster haben, der wirklich zuverlässig ist. Ich persönlich mache aber immer trotzdem selber noch Backups selber von Hand. Da sind Benutzer drin. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine neue Mitarbeiterin haben, dann können Sie die hinzufügen. Neu hinzufügen. Dann können Sie da den Namen eingeben. Susi. Die E-Mail-Adresse. Und dann können Sie dort Rollen verteilen. Je nachdem, was Sie da für Plugins drin haben, sieht das ein bisschen anders aus. Meistens ist es der Administrator, der Redakteur, der Autor, Mitarbeiter, Abonnent und der Kunde. Also die da, die sind einmal im normalen WordPress drin. Wenn Sie einen Job haben, ist der Kunde noch drin und der Shopmanager. Ein Abonnent ist einfach ein Leser. Wenn Sie einer für den kein Konto erstellen, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter haben, dann können Sie ihm Redakteur geben, weil dann kann er wirklich nur Beiträge schreiben im Blog rein. Kann sonst nichts kaputt machen. Administratoren würden wirklich nur den Leuten geben, die wirklich draus kommen. Und sonst würde ich nur als Redakteur arbeiten. Ist das Einfachste. Wie gesagt, wenn Sie da am falschen Ort etwas klicken, etwas Falsches löschen, sieht Ihre Webseite immer wieder ein bisschen komisch aus. Ja, da haben Sie noch Werkzeug. Können Sie mal anschauen. Da haben wir natürlich da personenbezogene Daten löschen. Zum Beispiel, wenn Sie einen Haufen Kunden haben und Sie bekommen irgendwann mal ein Mail über wegen der DSGVO, was heisst, ja, ich hätte gern gewusst, welche Kundendaten habe ich oder haben Sie über mich. Können Sie da auf personenbezogene Daten exportieren? Können Sie mal nach dem Namen suchen? Können Sie ihm das zuschicken? Oder dann das Ganze löschen? Das ist eigentlich eine Funktion, die nur für meine deutschen Kunden gut sind oder für die, die in Deutschland geschäftet. Wir in der Schweiz sind da ein bisschen lockerer, wir machen das nicht. Ja, und da haben Sie dann noch verschiedene Möglichkeiten. Unter Einstellungen können Sie auch noch ein bisschen schauen, wenn Sie zum Beispiel dann irgendwann mal einen Mitarbeiter haben, der nur Englisch schwätzt, können Sie da alles auf Englisch umschalten. Dann wird auch da das Menü in dieser Sprache angezeigt. Ich würde aber da nicht wirklich groß etwas ändern. Immer wieder aufpassen. Und dann haben wir da noch die Funktion, das ist wirklich der Divi-Bilder, wo Sie ebenfalls durchschauen könnten. Aber auch da müssen Sie jetzt wirklich aufpassen, was Sie machen. Wenn Sie da nämlich am falschen Ort klicken, dann verändert sich Ihre Webseite ziemlich schnell. Ja. Ich kann natürlich auch, wie gesagt, verschiedene Rechte hineingeben, wenn Sie jetzt sagen, nein, Sie hätten gern das nicht, dass Sie irgendwie im Design etwas können ändern. Dann melden Sie sich, dann tun ich nämlich die einzelnen Bereiche deaktivieren, damit Sie noch wirklich Text können ändern. Dann ist das Handling ähnlich. Also Sie werden dann auch immer wieder das Zahlrad sehen. Das bedeutet ja bearbeiten, wie wir heute gelernt haben. Ja, wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie es unten in die Kommentare oder Sie schicken mir am besten ein E-Mail. Sie haben ja meine E-Mail, ich tue sie auch unten noch einblenden. Bevor Sie irgendetwas Falsches machen, tun Sie lieber mal fragen oder tun Sie ausprobieren. Ja, ich hoffe Ihnen, das kleine Einleitungsvideo hat Ihnen etwas gebracht. Wenn Sie noch mehr für etwas Spezielles wollen wissen, dann melden Sie sich. Ich mache Ihnen da sicher noch Zusatzfunktionen rein. Ja. Wenn Sie noch Fragen haben, sich melden. Und so wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit Ihrer Divi-Seite. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Telefon-Mail. Einen schönen Tag, alle miteinander. Tschüss.